Ich habe mir den 3D-Projektor H6510BD von ASRA gekauft und will ihn mit meinem Panasonic Beamer austauschen. Er hat hier einen USB-Anschluss, zwei HDMI-Eingänge, ein Super VHS, einen normalen Videoanschluss mit Cinch, einen VGA-Eingang und einen VGA-Ausgang. Der Zoom und die Schärfe lassen sich hier einstellen. Ein PC-Anschlusskabel ist noch dabei, eine DVD. Und eine Fernbedienung gehören natürlich auch dazu. Ich hatte mir noch diese Deckenhalterung für den Beamer bestellt. Nun kommt das erste Problem. Ich sehe überhaupt keine Löcher für die Befestigung des Deckenhalters. Nur hier in der Mitte ist ein Befestigungsloch für ein Stativ. Ich habe jetzt in der Anleitung von der DVD nachgesehen. Da ist angegeben, dass man hier mit 3 mm Schrauben an diesen drei Befestigungslöchern eine Platte anschrauben kann und es dafür eine spezielle Deckenhalterung gibt. Doch ich werde versuchen, meine Deckenhalterung direkt an den Beamer anzuschrauben. Nun hängt der Projektor nur an den drei Schräubchen. So sieht das Ganze nun komplett aus und der Projektor kann an der Decke befestigt werden. Nun kommt erst einmal der Abbau des alten Projektors. Und hier hängt schon mein neuer Acer 3D-Projektor. Hier sieht man nochmal die Anschlüsse von hinten. Nun kommt der erste Probelauf. Die Leinwand wird heruntergefahren. Ich habe jetzt bei Tageslicht unser Wohnzimmer etwas abgedunkelt und der Projektor macht noch ein sehr gutes Bild. Jetzt werde ich das Wohnzimmer noch weiter abdunkeln und man sieht dann auch, das Bild wird dann noch besser. Der Projektor hat 3000 Ansi-Lumen und wie man sieht, hat man auch bei Tageslicht in einem leicht abgedunkelten Raum noch ein ganz gutes Bild. Hier noch die verschiedenen Einstellungen mit der Fernbedienung. Ist also sehr leicht zu bedienen. Um ein Video in 3D anzusehen, braucht man natürlich auch eine zum Projektor passende 3D-Brille. Ich habe mir diese beiden bei Amazon bestellt. Hier noch ein paar technische Daten zu dem Projektor. Habe mir dann noch einen 3D-Media-Player von Funtech gekauft, damit ich meine 3D-Videos von meinen Netzwerkfestplatten auch ansehen kann.